Aaron, du hast heute gegen Jan-Ove Waldner spielen dürfen. Wie war das für dich? War toll, natürlich sehr toll. Auch mal ein neues Erlebnis. Also ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich auch sehr viele Zuschauer. Und ist vielleicht auch eine gute Erfahrung, wenn man später im Profi-Niveau auch vielleicht vor so vielen Zuschauern spielt. Wie nervös warst du vor dem Spiel? Es ging eigentlich. Vor dem Spiel war ich sehr nervös, denn es ist natürlich eine berühmte Person und sehr starker Spieler. Aber im Spiel ging es. Ich war sehr fokussiert. Ich war wirklich im Spiel und habe wirklich nicht viel so drumherum mitbekommen. Und wie zufrieden warst du mit deiner Leistung? Ja, ich war natürlich ein zugesagtes Spiel. Ich bin sehr froh, dass ich einen Satz gewonnen habe. Aber die Leistung war jetzt nicht so wichtig, denn es war wichtig, dass der Spaß da war, denn viele Spieler vergessen, dass der Spaß sehr wichtig am Tisch ist. Und was war dein Highlight im Match? Ich habe einen Ball hinten mal rüber gespielt, dann hat er geschlagen und dann habe ich mit Seitenspin dagegen geschlagen und der war natürlich sehr schön. Eine letzte Frage, du spielst auch in der Nationalmannschaft. Was sind so deine Ziele für die Zukunft? Willst du mal wirklich Top 10 der Welt oder was hast du dir vorgenommen? Ja, ich glaube, jetzt bin ich sehr gut dran. Ich bin jetzt 25 in der Welt, bin 15. Das heißt, jetzt im Juli kommt die Europameisterschaft, wo natürlich das Ziel ist, vielleicht eine Medaille zu holen und dann danach sich für die Weltmeisterschaft im November zu qualifizieren. Dann viel Erfolg und vielen Dank fürs Interview. Danke.